Hallo, Lieben, was geht ab? Seid herzlich willkommen. Ich muss direkt vorneweg sagen, es tut mir jetzt schon leid für alle, die heiß und hungrig sind. Also wahrscheinlich jeder von euch, jeder und jede von euch. Ich werde diese Woche nur schaffen, ein Video am Tag zu bringen. Letzte Woche hatte Mary Geburtstag, jetzt hat mein bester Freund Geburtstag. Nächste Woche habe ich Geburtstag und mein Zwillingsbruder dementsprechend auch. Am Wochenende ist die Taufe von meiner Nichte. Das heißt, wir sind ab Donnerstag schon bis fast Montag weg. Die ganzen Tage fallen mir weg. Hab noch nichts aufgenommen. Heute habe ich meinen Impftermin. Ich weiß nicht, wie ich mich heute und morgen fühlen werde. Heute kriege ich meine erste Impfung. Und ich muss jetzt noch, bevor ich die Impfung kriege, die übrigens in 2,5 Stunden ist, muss ich jetzt noch eine Aufnahme machen. Aber ich gebe einen Kuss an euch raus. Danke für euren Support. Danke für eure positive Art. Wir spielen jetzt ein Ranked Game mit Jhin. Jhin ist wieder ein ADC. Ich spiele momentan viel auf der Botlane ADC-Position. Mein Supporter hat direkt Brand geinstallockt. Dann dachte ich mir, wie kann ich Brand supporten? Ebenfalls mit Poe. Jhin ist ein guter Support-Sniper wegen der W, wegen der Ult. Er ist außerdem ein bisschen rangy, die Gegner haben kein Heal. Dementsprechend passt. Wir sind sehr, sehr, sehr squishy. Ich muss mein... Das ist Ranked. Das ist jetzt hier gerade, glaube ich, Platin 1 oder Platin 2. Und es ist Ranked. Und ihr seht wieder keinen einzigen Tank, außer vielleicht Singed auf der Top. Und das ist etwas, was mir in League of Legends aufgefallen ist. Niemand spielt mehr im Solo-Queue Tanky, Supporty, Beefy, Peely, Stuff. So, that's what I mean. I'm good, Sam. I'm good. Es ging nur darum, sich kurz zu präsentieren, damit... Wait, Kha'Zix hat geflasht, ne? Kha'Zix hat auf Brand hinterher geflasht. Hundertprozentig. Kha'Zix hat geflasht, okay. Ja, Gegner invaden. Brand hat jetzt... Mein Supporter hat kein Flash. Weil er hier stehen bleibt im Ashway. So. Ich bin mal sehr gespannt, was mein Brand machen kann. Mir ist auch aufgefallen, dass so ADC zu spielen in der Platin-Elo teilweise sehr undankbar ist. Weil wie gesagt, du kriegst keine normalen Supporter. Jetzt weiß ich, wie sich die Leute immer gefühlt haben, wenn ich mit sowas wie Shaco-Support gekommen bin, weil es kein normaler Peel-Supporter ist. Aber wenn meine nicht normalen Supporter dann auch richtig geil spielen, ist mir das egal. Aber meistens habe ich dann ja so einen Brand, der das erste Mal stirbt, der dann anfängt, die Minions zu farmen. Macht der Brand gut. Jetzt bin ich wieder dran. Hier, Takave Stack. Gön. Okay, ich krieg direkt das Signal von Jenna. Es war, ich glaube, mein eigener Dakar-Stack zu holen war da risky. Holy moly, bin ich low. Wenn die Jenna gleich auf mich drauf flasht, bin ich RIP. Wieso bin ich so fucking weak? Minions, ich bin Level 1. Minion bekommen. Das sollte gar nicht auf Jenna gehen. Jeder Harass, den Jenna jetzt bringt. Ah, es hittet mich auch noch. Wir wollen beide unsere Dakave stacked. Da kriege ich mein Dakave stack. Was eine Lane gerade, ne? Was eine Lane gerade. Wir sind so low jetzt schon. Ich muss mich heilen. Die Ashe macht die ganze Zeit Auto-Attacks. Das heißt, sie kann ihren Lifesteal benutzen und ihren Omni-Vamp. Ich nicht. Ich konnte mich bisher noch nicht so viel heilen wie sie.
Auch kein Trank. Ich glaube, sie hat relativ Respekt, jetzt von einer Brandcomp oder so gehittet zu werden. Den der Carver-Stack nehme ich wieder mit. Und versuche mich hier zu heilen. Sehr gut, Ash wird lower und lower. Ah, der kenne Minion. Wieder ein Darkhaver-Stack für Brand. Das ist so heikel gerade hier. Brand, wenn Brand eine Sache trifft. Ja. Bin ich dead? Wait, ich wurde doch schon ignited. Double ignite? What? Wie ist das gerade möglich? Ah, ist doch bitter, dass ich im Flash mit dem letzten Dings-Hit sterbe. Jenna Flash Ignite. Bot super low. Perma. Please get them. No F. Bros, no F. Ich habe Dreier-Schuhe. Ich will die Dark Harvest Stacks in Support. Viel, viel los. Das war gerade First Blood an Jenna. Das war gerade einfach First Blood. Wir haben bis Minute 6 nichts, was... Feels bad. Zu viel Minions. Aber irgendwie auch... Ich hatte das Gefühl, wenn der Brand seine Fähigkeiten auf Ash bringt, gewinnen wir. Aber der hat dann angefangen, irgendwann seine Fähigkeiten auf Jenna zu ziehen. Komm, Bran, da geht mehr. Gib mir die Platte, Bro, gib mir die Platte, that's it. Guck mal, jetzt ist er hart. Nee, nee, nee. Okay. Das ist das, was ich meine. Der Brand ist jetzt Half-Life für nichts. Er kommt nicht für die Platte und er hat auch seine Fähigkeiten zum Ende hin, wo wir wirklich 3 Minuten lang da unterm Tower gesessen haben, nicht mehr getroffen. Auch hier wieder. Alles versemmelt, jetzt wird er langsam Mana hungriger. So, ich mir das vorgestellt. Kriegt nur den Support, well played, ne? Kriegt auch Lob, well played, good job. Wir müssen ihn ja motiviert halten. Er kriegt den Kill. Da ist die Ash sehr, sehr, sehr blind reingelaufen, muss ich aber auch sagen. Ne? Das war geschenkt für uns. Ich bin Level 6, entspannt, ich kann farmen, die Ash kann nicht farmen. Wir sind im Farm wieder da, wo wir sein wollen. Schade, wenn der Wes dann trifft, bin ich bereit zu ultien. Ich habe noch nicht so viel Damage, weil ich habe nur 3er Boots, wohl bemerkt, ne? Wieso komme ich da nicht ran?
Ganz ehrlich, nächstes Mal heal ich dafür, für diesen einen Shot, weil dann kann ich mit der Ult öffnen. Wenn ich diesen letzten Schuss nicht bekommen habe, konnte ich nicht ultien. Wobei, ganz ehrlich. Vielleicht ulte ich gleich. Gefällt mir. Wisst ihr, was ich meine jetzt, ne? Der Brand trifft nichts und intet. Egal, krieg ich zwei Supports, ich nehm's mit. Das ist das, was ich meine. Keiner spielt mehr normale Supports und wenn die dann crazy Supports spielen, wissen die irgendwie auch nicht genau. Das wird eng, weil er isoliert ist. Und Katharina Cooldowns. Triple Kill, Katharina carried, okay. Ash. Ich habe gleich mein Flash Ash nicht. Ich habe leider nur 3 Supports. Ich habe 6 Dark Harvest Stacks. Der Brand hat 5 Dark Harvest. Ne, der Brand will eigentlich woanders sein. Der steht zum Glück 1-1. Der Kill, den er hier bekommen hat, der hat Brand sehr geholfen. Sonst wäre er, glaube ich, er ist jetzt schon ein Level behind. Wenn er diesen Kill hier nicht hat, wäre er jetzt schon sehr stark behind. Das war gut von ihm. Ne? Klar, ich sage gerne an, wenn sowas nicht richtig läuft, aber ich sage auch gerne an, wenn was richtig läuft, so ist nicht, ne? Stark. Sie gönnen den auch noch. Jetzt hat der Brand gefühlt alles getroffen. So einen sicken Damage rausbekommen. Nice. Und der Brand überlebt. Und sie schenken uns. Ich habe wieder nur 2 Support. Support Gin for the win. Well played, guys. Viel bekommen hier. Wichtige Picks. Wirklich sehr, sehr, sehr wichtige Picks. Jenna wollte da auch noch sneaken. Sie wird wahrscheinlich freezen. Soll sie machen. Ganz ehrlich, ich kann noch eine Wave holen. Ich kann hier noch eine Wave holen, oder? Kha'Zix ist slow. Ash for dead. Und da hat mir mein Flash auf jeden Fall was gebracht. Die Jenna pusht. Ich weiß nicht. Pusht sie schneller als... Ah, okay. Wait. Was ich an Ashe immer so gefährlich finde, ist, sie hat relativ kurzen Cooldown, glaube ich, auf ihre Ult. Und das darf man nicht unterschätzen. Weil Ash mich ultien kann, bin ich relativ schnell dead hier. Ah, jetzt ist der Brand auch wieder richtig fitty. Ash will ihren Volley ziehen. Deswegen stehe ich so weit hinten. Na, ich bin tot. Trotz Dreierschuhe keine Chance. Das ist das, was ich meine. Ein Ash-Error, ich bin dead. Ich habe an den Xerath nicht gedacht. Xerath hat alle 3 Ults gemisst, 600 Damage, it's bad. I have no peel, hard for me, I go support Jin. Support Jin it is. Toplane rasiert, Jungle, ah ne, Toplane steht 0-1-0. Der Viego rasiert so hart und Katharina, okay. Jetzt kriegen sie hier noch eine Platte, sie forcen noch eine Platte, ah! Eklig. Vor allem, ich bin nach vorne gesteppt, weil ich dem Brand helfen wollte in dem Trade. Und dann frisst der Ash Arrow mir ins Gesicht. Das war bitter.
Peiria trifft. Ist gut. Kriegt mein Dakavis-Deck nicht, aber die Ult-Öffnung reicht für den Oder doch, ich glaube, das gibt auch Dakavis, ne? Wenn man am Kill beteiligt ist. Das ist legit der Support-Jin gerade. Wir sind bei jedem Kill auch irgendwo aktiv dabei. Aber mehr als für den Support reicht es nicht. Gehen wir in den Tower. Und das ist jetzt wieder der Moment, glaube ich, wo auch der Ash Arrow da ist. Und die kann relativ frei, sage ich mal, auf mich engagieren, wenn sie dann möchte. Viel zu bad. Ich habe keine Weh. Da sieht man mal, wie hart motiviert der Dings ist. Ja, der Xerath fehlt wieder. Find's aber richtig, richtig, richtig cool, wie der Virgo mir vertraut hat. Der Virgo hat mir richtig vertraut gerade und das ist ein sehr gutes moralisches Gefühl für mich. Die will Aaron. Again. Hey, mein erster Kill! Ich habe relativ solide Snipes getroffen hier. Damit bin ich sehr zufrieden. Und den Kha'Zix kriegen sie auch noch. Ich mag die Pflanzen von Jhin, die geben relativ gut Sicherheit. Und das sieht wahrscheinlich nach einem Win aus. Ich habe 2 CS mehr als Yash. Und da sieht man auch mal wieder, wie viel Impact so ein Jungler hat, ne? Unglaublich. Ja, Ash Arrow müsste sogar noch ready sein. 2000 Gold, das ist mein Gale Force, damit kann ich besser dodgen. Die Jenna läuft hier gerade runter mit Full Speed. Ich weiß nicht, ob sie hier Vision hat. Der Sweep hat sie. Okay, sie ist hier. Gale Force, dann noch mehr Lethality? Fragezeichen. Die sind sehr squishy, die kann man so hart snipen. Let's go for it. Unstoppable. Sehr gut. Virgo. Virgo ist momentan der Champion, den ich ganz gerne banne im Solo-Queue, weil ich finde, der gerät schnell aus der Kontrolle. Ich denke mal, euch geht's ähnlich. Denkt an das Däumchen nach oben. Verbreitet an die Leute, wenn sie fragen, dass ich diese Woche nur ein Video schaffe. Ab nächste Woche gibt's wieder 2 Videos und ich hoffe, ich überstehe die Impfung gut. Ich hoffe, ihr habt eure Erstimpfung auch. Ihr könnt ja mal eure Stories in die Comments schreiben, weil ich habe gehört, es kommt auf den Impfstoff an, zum Beispiel BioNTech, Erstimpfung soll nicht so schlimm sein, dafür da die Zweitimpfung und bei AstraZeneca zum Beispiel soll es andersrum sein. Alter, die Katharina ist gefeedet. What the fuck? Haha, wieder der Support. Alle laufen weg. Von mir aus. Ich sehe das sogar.
Mitte fightet again. Shutdown auf Kata. Yo! Gejuked hat er dich, gejuked. Ich weiß auch nicht. Ich will in so einem Moment will ich nicht direkt in Viego reinflashen. Das sieht troll aus. In so einem Moment hätte ich mir gewünscht, dass der Viego einfach anstatt stumpf den Herald weiterzumachen, dass er ein bisschen nach unten läuft auch. Weißt du, was ich meine? Denn wir haben ja den Kha'Zix schon hier gesehen. Das, ich bin dann ein bisschen nach oben gelaufen. Oder erstmal bin ich weg tatsächlich. Und wenn aber Viego hier ein bisschen runterläuft, können wir uns hier treffen in der Mitte, ohne dass ich isoliert bin. Aber dann dreimal unsichtbar Kha'Zix mit Dustblade oder zweimal mit Dustblade. Was ist das für ein Champ? Und dann ist er so lange unsichtbar, dass er wirklich einen Step nach rechts macht und dann aber noch einen Step nach links. Frechheit. Ja, das ist das ADC-Leben, was natürlich jumpt der Kha'Zix auf dich. Natürlich, wenn der Ash Arrow dein Gesicht erwischen kann, macht er das. Und die Xerath-Ult, die wird momentan auch auf mich gefunnelt. Deswegen spielen wir auch Supportchen, ne? Zu viel Damage. Also, Irelia, Dominic, jetzt von 0-1 auf 6-1, Jhin, Dominic, Kata, die wollen auch keinen von denen fighten. Selbst Brand wollen die wahrscheinlich nicht mal ins Gesicht gehen, weil wenn Brand seinen Stun trifft, ist für die auch Geschichte. Das, es gibt für die nur die Möglichkeit, eigentlich mich zu fokussen. Wir haben bei 9 Kills beteiligt. Irgendwo haben wir versucht, unsere Effektivität beizubehalten. Hier wird bereits der Nash gemacht. Super. Kommen wir mal hin für ein paar Shots. Ja, 142 CS. Ich weiß nicht, wie die Irelia 188 bekommen hat, aber... Wait, der Kha'Zix ist irgendwo hier, ne? Der Kha'Zix ist hier. Nice, die Katarina checkt es. Die Krabbe ist gerade gespawnt. Ich gucke mal, wo kann ich noch irgendwas holen? Toplane eventuell ein Assist? Oder Krabbe eben? Holy shit, mein Shot. Guter Damage. Viego braucht noch ein bisschen Gold für sein zweites Item. Das ist mein Collector. Damit stehe ich gut. FC baue ich als nächstes. Für den Tap-Damage, für den One-Shot, für die Utility. Wie gesagt, wenn die Gegner jemanden fokussen wollen, dann mich. Und es bewahrheitet sich wieder. Warum brauchst du Tanks? Kein Wunder, warum niemand Tanks spielt. Der tankigste Duty ist der Singed. Aber was will er machen gegen Flippy Cutter, Flippy Viego? Gucken wir mal. Brand. What? Das hat echt gereicht für den... Dann. Come on. Ich hab Dreierschuhe und kann nichts. Ganz ehrlich, ich dodge die Xerath Ult mit großer Freude in der Regel. Aber mit Dreierschuhen hier nicht in der Lage sein, überhaupt irgendwas zu dodgen, ist gerade sehr, sehr merkwürdig. Gale Force regelt. Der Viego ist so sick.
alle wollen YOLO, aber ich glaube, das Game ist gewonnen. Drei Drachen haben wir. Ich könnte mal shoppen. Das ist die einzige Situation, wo ich mal dazu komme, Flash oder Heal zu benutzen. Um irgendwie mit bei der Fiesta beteiligt zu sein. 10 Supports, like, come on. Bin ich Bran? Geil. Ja, komm. Wobei. Ja, eigentlich ist vom Timing her. Ja. Wunderbar. Drake in 7 Sekunden. Nach dem Redbuff gehen wir mal dahin. Und nach dem Fight haben wir wahrscheinlich unser FC. Wir müssen echt aufpassen. Weil Ash und Kha'Zix sind da schon in die Richtung gegangen. Alter, was sind das für Kha'Zix, für Xerath-Skripts? Dreier Boots und ich stehe auf der Krabbenplattform. Ich kann nicht dodgen. Aber habt ihr gesehen, wie ich den Kha'Zix gedodged bin? Springt auf mich, ich Game Force unter ihm durch. Drachen haben wir nicht bekommen, aber 3 Kills für nothing. Let's go, we take that. So. 2400 reicht, oder? Jetzt nach dem Fall. Wie stark ist der Singe? Er will gar nicht mit mir kämpfen, wie es scheint. Okay, wir haben Tor, 2300. 3, 4, 12 Jhin. Ich muss sagen, das Game macht mir trotzdem Spaß. Man muss, und deswegen ist Jhin eigentlich auch eine gute Addition hier. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, selber ein Champion wäre, der nicht so gut im Supporten wäre, hätte ich auch Probleme. Brauche ich überhaupt Anti-Heal? Nein. Minimal Anti-Heal brauche ich gegen Singed. Ich kann jetzt gerade nichts Besseres holen, deswegen habe ich mal zugeschlagen. Wenn ich jetzt so eine Tristana wäre, gut. Ich muss sagen, Jhin mit der W-Ult hat schon gute Supportfähigkeit. Deswegen habe ich ja meine 12 Supports. Und da Kha'Zix skaliert. Wir haben Inhibitor. Es geht eigentlich im Chat ab. Viego chattet mit Kha'Zix. Das wird der Baron Rush. Ein Shot mehr war nicht drin. Ne? Baron haben wir bekommen. Sie chasen. Killing Spree für Cutter, wenn ich das richtig gesehen habe. Ash zieht sich zurück. Hier ist kein Ward. Wir machen wieder den Druck hier. Real. Es geht zur Sache. Ich komme. Wo ist der Singe? What the heck? Okay. Das sind so Champions.
Ich glaube, wenn ich gegen die Cutter gespielt hätte, wäre ich auch komplett los. Gale Force Shot, man. Jawohl! You were paid. Let's go, baby! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Spannendes Djinn-Game. Eigentlich ADC, aber von dem Score her eher Support. Ich denke, wir haben im Early... Ja, da haben Brand und ich ein bisschen Zeit gebraucht, aber dann hat jeder seine Schiene gefahren und dann hat das auch funktioniert. Wie war eure Geschichte der Erstimpfung? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, was haltet ihr von den nicht normalen Supports beziehungsweise den Carry-Supports? Virgo oder Cutter, die waren beide super sick. Wir ehren die Cutter, weil die einfach, glaube ich, auch zum Ende nochmal eine Ecke krasser war, wobei mir der Spielstil von Virgo auch mit den drei Drachen, mit den zwei Heralds, den Instant Baron Rushes, ach, Virgo hätte es auch verdient. Beide super, super stark dabei. Hat mir echt Spaß gemacht, da mitzuspielen. Platin 2 ist das gerade schon und 17 Punkte gibt es für diesen Win. 9000 Damage. Das war wirklich gemein. Ich war die Jenna und Brad war der Carry. It was like, yeah. Danke fürs Zuschauen. Kuss geht raus. Bleibt geschmeidig. Ab nächster Woche wieder 2 Videos. Diese Woche 1 Video. Denkt dran. Ja. Nächste Woche habe ich Geburtstag. Ich bin gespannt. Haut rein. Macht's gut.